In Mali in Westafrika hat das Militär geputscht und die Macht übernommen. Präsident Keita und der Premierminister wurden von meuternden Soldaten festgenommen. In einer Fernsehansprache erklärte er wenig später seinen sofortigen Rücktritt. Die Afrikanische Union, die EU und die Vereinten Nationen verurteilen den Putsch. An einer UN-Militärmission sind in Mali auch deutsche Soldaten beteiligt. Seit Jahren gibt es in dem afrikanischen Land immer wieder Überfälle durch islamistische Rebellen.